TV-Experte müsste man sein dieser Tage. Unzählige Jobchancen auf dem internationalen Stellenmarkt schaffen Planungssicherheit. Aus Russland berichtet Patrick Strasser, ein Porträt von José Mourinho in der russischen Akademie der Künste. Kein Witz. Nur aktive Profis wie Christoph Kramer, Gladbach, aktuell ausgeliehen ans ZDF, oder Trainer in Lohn und Brot wie Stefan Kunz, U21-Nationalelf des DFB, derzeit im ARD-Studio, bereichern die WM-Berichterstattung. Manche mehr, manche weniger. Die Riege der Ehemaligen ist endlos. Kahn, Lamm, Hitzlsperger. Was macht Mehmet Scholl eigentlich diesen Sommer? Wahrscheinlich Urlaub in einer Datscha. Ball- und Rubel-Rollengurus, wohin das Auge blickt, auch im russischen TV. Väterchen-Experte im WM-Gastgeberland ist ein Holländer. Ruus Hiddink, von 2006 bis 2010 Nationaltrainer der SV Naja, erklärt den Russen die weite Fußballwelt, wirbt in Werbespots. Win-Win-Situation. Ball und Rubel rollen. Und da ist noch José Mourinho, der aktuelle Coach von Manchester United. Er arbeitet hier für den kremlnahen Sender RT, ehemals Russia Today. Laut Daily Mail soll The Special One, Mo über Mo, für seine Auftritte knapp 2 Millionen Euro erhalten. Ein Spezialpreis.